Der Ziergarten ist heute unser Thema in einem weiteren Tipps und Tricks Video. Nummer weiß ich leider nicht mehr, egal. Und zwar, da ist er. Das ist der Ziergarten. Findet ihr auf der Landkarte hier in diesem umrandeten Zaun mit einer Blumenschubkarre anscheinend inne. Und dann steht schon, hier geht's zum Ziergarten, sofern ihr die Tooltips natürlich an habt. Und dann können wir draufklicken. Aber das hat einen kleinen Haken. Man kann nicht von Anfang an, sprich, man kann nicht von Level 1 oder 2 jetzt hier gleich zum Ziergarten, sondern da muss man sich, ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten mit, wie man zum kommt. Ich glaube, es fast drei, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es nicht sogar drei, und zwar die eine wäre, man erreicht einfach Level 25. Ab Level 25 hat man automatisch dann Zugang zum Ziergarten. Oder man kann ihn auch vorher, könnte man, sofern man dazu Lust hat und genügend Sternchen, auch hier am Baum der Weisheit bei dem Zugang zum Ziergarten freischalten. Für 30 oder 40 Sternchen bin ich hier jetzt nicht sicher. Kann man auch machen, aber das würde ich euch eher nicht raten. Eure Sternchen lieber für anderes, weil die paar Level könnt ihr dann auch noch warten. Könnt ihr dabei woanders hinstellen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es auch hier wie die Wilde Wiese auch mit Premium freischalten kann. Bin ich mir nicht sicher. Da weiß ich auch jetzt nicht genau. Aber das seht ihr. Also, dann könnt ihr den Ziergarten betreten, Level 25 Baum der, oder Baum der Weisheit, oder ich bin mir sicher mit Premium. Und dann sieht es allerdings nicht so aus, sondern eher so. Ich habe hier einfach ein Bild, ich habe kein anderes gefunden. Da haben wir schon Google Bilder gemacht, ne? Und es sieht dann einfach so aus. Ihr habt am Anfang, wenn ihr das erste Mal den Ziergarten betretet, nur diese eine Fläche frei. Nur diese eine einzige, und die anderen sind bedeckt. Die 1, 2, 3, 4. Die anderen vier sind bedeckt. Sprich, fünf hat man insgesamt, aber die anderen vier sind verdeckt. So, wie bekomme ich die jetzt hier frei? Das ist ganz einfach, und zwar ist dann ein kleines Schildchen hier und steht Freischalten für Moospinnen. Die weiteren Stufen oder Felder oder wie man auch immer sagen will, vom Ziergarten kann man nur und ausschließlich nur mit Moospinne freischalten. Und zwar sind die Preise dazu für den ersten hier 8.000, für den zweiten 20.000, für den dritten, ich glaube, 35.000 und für den letzten gar 65.000 Moospenny müsste der Preis haben, falls ich mich nicht irre. Das müsstet ihr quasi investieren. Ihr könnt es nicht anders, ihr könnt es nicht für Truppen kaufen, nicht für Echel kaufen, bla bla, sondern nur für Moospenny. Für den Kontenpreis, den könnt ihr auch nicht runterhändeln und irgend so. Nur so könnt ihr ihn freischalten. So, jetzt gehen wir davon aus. Wir haben genug freigeschaltet. Was kann ich da jetzt machen auf dem Ziergarten? Das ist die nächste gute Frage. Und zwar seht ihr, ich habe es noch nicht abgeändert, ein bisschen blöd gemacht. Und zwar dient der Ziergarten in erster Linie dafür, eure Items, wie hier alles, reinzustellen. Ich kann auf den Ziergarten kann ich keine Bäume und auch keine Ställe platzieren. Es geht nicht. So viel klicken wie ihr wollt, da kommt nichts. Sondern nur die Items. Nur die Items kann ich hier raufstellen, wenn ihr euch wundert, was ist denn das? Das geht auch nicht. Also, das ist ein Raunwichtel, das hat jetzt hier mit dem Items nicht viel zu tun. Ist ja Beruf. Das kann ich hier platzieren. Und da kann ich quasi ziemlich alle wählen. Hier spezial. Einfach hier draufklicken. So, stellen wir mal was auf. Und zwar, wie stelle ich das auf? Ist auch eigentlich ganz simpel. Reiß mir den Silber auf und dann stelle ich mir auf. Suche ich das raus, was ich aufstellen will. Ah, ja. Ja, ich nehme einfach den, dann entweder hier einfach drauf oder auf Auswählen und das, was, keine Ahnung, was das jetzt wieder war, egal. Und dann seht ihr, ich habe es nicht kurz gezeigt hier. Würdet ihr, könnt ihr auch sein, dass ihr mehr habt. Ich habe 8 Schneemänner, seht ihr die Anzahl noch, wie viel ihr habt, wie viele Erfahrungspunkte, wie viel, in wie vielen Stunden das bringt. Seht ihr auf welchem Feld? Aha, auf einem Feld. Suche ich mir ein Plätzchen, wo habe ich denn frei? Ah ja, hier und dann draufklicken und dann sollte es kommen, wenn nicht gleich dann F5 aktualisieren, dann habt ihr das. Also, da könnt ihr dann draufstellen, welche euch die ganzen Items, was ihr wollt. Und wenn sie fertig sind, dann seht ihr auch hier dieses Schild, dann sieht man da wunderschön, dass man das sieht. Aha, dies und das ist noch nicht fertig. Es ist jetzt ja nicht wie bei der Walddichtung, dass dann die mehr IP bringen oder sonstiges. Sonst. Denn es bringt einfach komplett gleich viel. Es ist quasi nur hier ein Acker, kann ich nicht sagen. Einfach für die Items zu bestücken. Ähnlich wie die Wunderranke habe ich auch schon mal ein Tipps und Tricks Video gemacht. Das kann ich unten verlinken. Ist es sehr ähnlich eigentlich jetzt hier mit den Items. Ja. Also ich weiß auch nicht, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
Beim Ziergarten weit, das findet ihr, gibt es ja auch einen Mähdrescher, dass ich nicht alles per Hand machen muss. Okay, ich muss per Hand machen, aber falls ihr den Erntehelfer habt, ist natürlich recht praktisch. Wo finde ich den? Der finde ich hier hinten. Sieht man zwar nicht gut, aber hier hinten im hinteren Feld finde ich den. Und das ist alles wie normal. Kennen wir auch. So. Schlussendlich finde ich dann hier noch die Landkarte, um wieder von dem Ziergarten hier zu verschüssen. Und dann kann ich wieder sonst wohin. Wo ich auch immer will. Ja, also mehr gibt es eigentlich gar nicht zusammen zum Ziergarten. Besonderes fällt mir dazu auch eigentlich nicht mehr ein. Wie gesagt, ab Level 25 Zugang oder Baum der Weisheit. Wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Sinne auch weiterhelfen. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder sonstiges, dann schreibt es mir doch gerne mal unter die Kommentare. Oder auch in-game könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Jetzt blende ich hier meinen Namen hoffentlich wieder ein. Und ja, könnt auch irgendwelche anderen Fragen, ich beantworte sie liebend gerne. Und damit war es das mit diesen weiteren Tipps und Tricks Videos, wo ich leider nicht weiß, wie viel es war. Bis zum nächsten Mal.